Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von von Mad Games Tycoon 2 hier auf Seagame Studio. Mein Name ist Master Schröder. Meine zweite Konsole hat schon 1,1% Marktanteil. Command Conquer 2 kriegt Nummer 15 Technik oben drauf, weil er einer was ganz gut gemacht hat. Sehr schön, finde ich sehr schön. So, dann müssen wir irgendwann nochmal zu Dungeons and Dragons übergehen, dass wir da was Neues haben und nochmal einen Railroad Tycoon in den nächsten Teil rausbringen, die uns richtig gut Geld eingebracht haben. Finanziell stehen wir wieder ganz gut da, auch wenn wir uns ein bisschen, sagen wir mal, an manchen Stellen übernommen haben. In den vorigen Folgen. Aber momentan läuft es ganz gut. So, wir machen hier jetzt erstmal nochmal eine Marketingkampagne. Und zwar, obwohl die hat 100% Hype, ne, brauche ich erstmal nicht. So, Bruder der Schimpf hat 99% Hype, da läuft es auch ganz gut. Hier werden wir natürlich wieder in die Probleme geraten, dass wir natürlich nicht genügend Konsolen verkauft haben. Aber wir haben auf jeden Fall schon mit 53.000 eine höhere Prozentzahl. Bruder, Dungeons Dragons 3 ist rausgenommen worden, 69 Wochen am Markt. Ja, und hier ist wieder meine Engine, ne, von eMix, Wildsnake 2. Also ich bin mal gespannt. Gibt aber nur ein verfügbares Spiel, also immer noch nicht von den anderen. Und das hat immer noch keiner einen, also das ist auch noch sowas, das entwickelt doch kein anderer für mich, ne. Publisher-Wertung. Vergütung ist 9, ist das meiste, naja gut. Entwickler... Erfahrung im Studio, okay. Wo sind wir denn da? Wo sind wir denn da? Wir haben auch 4 Sterne. Wie heißen wir überhaupt? Seagame Studio. Die mit dem Totenkopf. Müssten noch hier irgendwo dazwischen sein. Oder sind das, kann ich hier nur meine Konkurrenten sehen? Ah, kommen wir jetzt in den Klavieren. Alles klar, okay. Sehe ich nur meine Konkurrenten. Okay. Infos und History. Beliebtheit der Genres, History ist... Ah ja, da haben wir... Oh, da haben wir schon viel geschafft, ne? Ja, am Anfang haben wir ziemlich viele Spiele rausgebracht, das ist schon mal ganz okay. Dann müssen wir jetzt nur noch mal gucken, dass wir so ein paar Sportspiele oder sowas auf unsere Konsole kriegen. Ich denke, das sollte dann auch noch helfen. So, wie viele Wochen bist du eigentlich im Markt jetzt? 102 Wochen, das sind 2 Jahre, ein bisschen drüber. Na gut, aber insgesamt mit beiden Konsolen haben wir auch schon 6% Marktanteil oder 7. Ist auch schon mal gar nicht so schlecht. So, warte mal, die Automatik hier mal beenden. Ich weiß nämlich nicht, was nach AAA kommt, ob dann dreifach A kommt, aber ich denke nicht. Ich glaube, AAA ist unbegrenzt an Features, die man dazugeben kann. Und dann müssen wir mal gucken. So, jetzt haben wir hier nämlich noch ein neues Engine-Features, nämlich eine erweiterte KI. Und das ist auch gut. Brauchen wir denn demnächst auch. Aber dann haben wir wirklich alles erforscht. Sehr gut. So, okay. Aber wir werden jetzt den Vorschlag der Handheld-Konsole. Da werden wir jetzt auf jeden Fall dran gehen. Und natürlich... da gibt es noch keinen Stufe 3. Okay, naja gut, dann ist das so. Aber insgesamt wird es Stufe 3, oder? Nee, es wird insgesamt nur Stufe 2. Okay, dann noch nicht. Dann noch nicht. Wenn es da kein Stufe 3 Bildschirm gibt, dann nicht. Also ich wollte sie schon auf der grafisch oder beziehungsweise auf der gleichen Technologiestufe haben, damit ich das dann firmenintern quasi immer machen kann. Da wird die nächste Engine von uns hier genommen. Also ich finde das schon ganz interessant, dass jetzt sozusagen meine ganzen Engines, die ich entwickelt habe, jetzt wieder so gut auf den Markt gehen. Aber ich weiß auch nicht, warum die noch nicht Entwicklung fortsetzen, noch nicht auf meiner Konsole Spiele entwickeln wollen. Das könnten die doch auch mal tun. Ist doch nicht wieder schlimm. Tut doch kein B. So, dann kann ich hier aber Spezialmarketing machen für Command Conquer 2, für die Presse nochmal schnell. Die 3% Stimmung, die können wir uns noch abholen. So, hier haben wir jetzt die Themen zu erforschen. Auf geht's. So, hier machen wir noch Spezialmarketing, Demo veröffentlichen. So. Okay. So, die Grafiker, die hängen ein bisschen hinterher. Okay, ist okay. So, Arbeitsmarkt. Programmierer gibt es jetzt. Oh, der ist gar nicht mal schlecht. Den nehmen wir noch glatt und stecken ihn hier rein. Und dann können wir nochmal einen Star-Entwickler. Also einen Star-Game-Designer oder sowas müssen wir dann nochmal kriegen. Den wir dann da einsetzen, der dann vielleicht die letzten paar Hype-Punkte beziehungsweise auch Bewertungspunkte dann rausbringt. So,
Grafik ist auch fertig, wunderschön. Entwicklung abschließen, übergeben, Haken dran machen. Jawohl, jawohl. Das Spiel ist auch ein wunderbarer Hit mit 97% Wertung. Viel schöner geht kaum. So, gut, damit ist das auch durch. Dann brauche ich jetzt Spiel entwickeln, warte mal. Fortsetzung von D&D wollte ich machen, okay. Da brauche ich dann meine Engine Data. Da gibt es ziemlich die neue Grafik. Die nehmen wir damit rein. Dann ist es die SGS 2 Plus. Ne? Und wenn dann die SGS 3 dann irgendwann mal rauskommt, wenn wir hier nämlich neue Sachen haben, dann können wir da auch noch Sachen machen. So. Okay, und dann können wir jetzt hier eine Spielentwicklung, Fortsetzung, D&D 4, Standardspiel, bla 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 bla. Ach, hier ist ja schon eine. Wo ist die denn? Oh, das ist schon gar nicht mehr so schlecht. So, gut, weiter geht's. Exklusivspiel für diese Station hier bitte. Und das Ganze natürlich auch mit meiner RPG Plus. Engine 1,7 Millionen, Enduser 2,4%, wenn wir erreichen. Also wenn wir uns damit über Wasser halten können, ist ja auch gut erstmal, ne? Die merkwürdige Sache das. So. So, alle geeigneten bitte. Sehr gut. Haken dran. So, du, Gameplay verbessern, davon. Alles, jetzt. Du, Grafiken, alle, jetzt, du. Sound, alle, jetzt. Gut, nächstes Spiel ist auf dem Weg für unser wunderschönes, für unsere wunderschöne Konsole, damit unsere Konsole noch ein wenig mehr Marktabsatz kriegt oder sonst irgendwas dergleichen. Wir werden mal gucken, wie wir es hinkriegen. Kundensupport oder Marketing müssen wir dann auch noch betreiben, noch ein bisschen, aber ja. Auf jeden Fall hat die Konsole schon mal 6 Millionen Gewinn gemacht. Nein, geht doch. Besser als die Konsole, die keinen Gewinn gemacht hat. Ich weiß noch nicht, ob die Produktionskosten jetzt dann sinken oder so mit der Zeit. Was hier dann günstiger wird. Wir könnten jetzt, aber ich glaube, wenn ich jetzt da so einen kurzen Boost reinbringe, dann geht mein ganzes Geld flöten mit einmal. Dann gehen die 60 Millionen weg. So, da, Heroes and Snakes 2 wurde mit der Geschick SGS 2 entwickelt und bringt uns 1,8 Millionen ein. Sehr gut, weiter so. Völlig gut, so kann's sein. So soll es sein, so soll es bleiben. So, jetzt haben wir aber hardware-technisch schon lange nichts Neues mehr gekriegt hier. Müssen wir mal gucken, wann da die nächsten Komponenten wieder da sind. Aber es könnte natürlich sein, naja gut, ja, die Schlachtzahl ist, ich weiß gar nicht, alle 6 Jahre oder so. Jetzt haben wir innerhalb von kürzester Zeit 2 Stations rausgebracht. Aber mit der einen machen wir schon Gewinn. Gut. Damit sind wir da raus aus der Sache, wo wir sagen können, das ist Quatsch gewesen. Da könnte man sagen, okay, das konnte man sich leisten in der Zeit. Und schön ist. Und hier die Spieler, die werden vielleicht hoffentlich auch noch dahin kommen, dass die in die Gewinnzone rutschen. Aber es sieht erstmal ganz gut aus. Bis jetzt. Auch wenn die... So. Command Conquer Red Alert 2 ist vom Markt genommen worden. Hat sich insgesamt 1,5 Millionen Mal verkauft. Ja. Pling, pling, pling. Ein Thema nach dem nächsten Jahr Forscher, wenn da 25 Mann oder nee, was, 23 Mann gleichzeitig dran forschen, ist klar, ne? Das geht in Rubbel die Kerz, ne? Das geht dann richtig fix. So. Jo, Entwicklung fortsetzen bitte. Da die Grafiker haben noch ein bisschen zu tun, die haben noch zu tun. Action SGS 2 wurde genommen. Spiel, irgendwas, keine Ahnung, veröffentlicht. Mich würde mal interessieren, wenn einer hier dieses Dings da, wenn da mal ein anderer Hersteller noch drauf springt und für meine Konsole Spiele mit rausbringt. Ah. Naja, gut. So, da nochmal 3,8 Millionen für ein Spiel. Also selbst die Engines, die finanzieren sich jetzt richtig gut rein. So, 120 Bucks noch zu bekämpfen. Pling, pling, pling. Pling. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So.
Ja, ich müsste dann noch ein Sportspiel oder sowas. Ich muss mal gucken, ob ich ein Sportspiel nochmal, ob ich mich da mal dran versuche. Müsste es ja nicht auch gehen, ne? So ein Kampfsport-Engine machen und ein Kampfsportspiel machen. Ein paar Bugs sind noch. 40, 39. Vielleicht können wir noch ein paar Spieletester einstellen. Ach, naja, lass mal erstmal. Auf jeden Fall hat sie mehr Marktanteil schon bald als die hier. Mit 5,4% Marktanteil. Also es ist interessant, dass sie immer noch verkauft wird. Immer noch so um die 10.000 Stück. Kein Problem. Kann ich hier irgendwo sehen, die Preise für Spielautomaten, Verkaufspreis für Konsolen? Okay. Aktuelle Produktionskosten der Konsole. Was ist die Prozentzahl da? Aktuelle Kostenreduzierung. Ah, okay. Ah ja, okay. Keine Ahnung, wo eine Kostenreduzierung herkommt. Spiel wurde gespeichert. Auch schön. Hui. So, jetzt sind sie alle im Polishing. Ich denke, das Spiel können wir rausgeben. Entwicklung abschließen. Zack. An den Publisher übergeben. Der nächste 98%. Oh. Oh, sehr schön. Hm, finde ich gut. Finde ich wirklich gut. Also wir haben wirklich richtig gute Spiele, die richtig Impact haben und alles, die uns hier um Sternchen bringen und sonst nicht was alles. Aber halt unsere Konsole. Wir müssen unsere Konsole pushen. Das ist, naja gut, vielleicht nochmal eine Messe oder sowas. Vielleicht kommt die jetzt demnächst. Ja, müsste demnächst kommen, eine Messe. Da können wir nochmal auf jeden Fall auf der Messe pushen alles, aber das ist natürlich wirklich, ne? Das ist ein Bombenspiel eigentlich, ne? Und keiner kauft's. Hm. Auftragsarbeit. Ne, warte mal, wir machen jetzt eine Engine entwickeln, neue Engine entwickeln. Kampf SGS 2. Alle aktivieren. Spezialgenre Kampfsportspiel. Und zwar dafür. Und dann machen wir nämlich schön Tekken. So. Dann machen wir nämlich schön Tekken. Ich habe mich gerade ein bisschen irritiert, warum die Leiste damit mal leer war. Aber okay. So, die Automatik ist beendet. Das heißt, alle Themen, es ist alles erforscht. Mehr geht nicht mehr. So, dann. Dann ist es so. Aber ich brauche halt die vielen Leute, damit ich schnell die neue Hardware erforscht habe, damit ich schnell die neue Konsole auf den Markt bringen kann. Schneller bin als alle anderen. Und das ist immer viel wert. Also die Geschwindigkeit ist bei sowas nämlich auch. Achso, nee, ich wollte gucken, ob du Auftragsarbeiten hast. Mach doch mal Klick. Achso, ich kann nicht einen Haken setzen, wenn ich da nichts auswähle. Alles klar. So, SGS geschickt wurde, ja, 170.000, okay. Ach, die haben alle was. Okay, Moment. Autosarbeit, Automatik. Autosarbeit. Verdient mir nur mal ein bisschen Geld damit. Die verdienen jetzt auch ihre Gehälter wieder rein. In schnellster Art und Weise. Sehr gut. Okay, gut. Ja, dann machen wir das so. So, habe ich doch auch keine Schmerzen mit. So, wie viele Spiele haben wir jetzt hier draußen? Vier, ne? Oder drei? 1,8 Milliarden Umsatz damit gemacht? What? Das ist ja hart. So, drei Spiele haben wir da jetzt verfügbar. Wir haben, ah ja, okay. Na gut, dann wollen wir jetzt demnächst mal. War noch dran. Aber wir machen erstmal noch ein paar Engines fertig hier. Zack. Engine entwickeln, neue Engine entwickeln. Sport. SGS 2. Features. Alle Features aktivieren. Spezialplattform meine. Sportspiel. Tja, dann wollen wir mal gucken, dass wir Tekken nochmal irgendwie hinkriegen, ne, würde ich sagen. Jetzt bricht hier der Absatz ein. Achso, Sommer.
Es ist Sommer. Das erste Mal in seinem... Das ist egal. So, Railroad Tycoon 2 wird vom Markt genommen, hat 12 Millionen Einnahmen gebracht. Sehr gut, ist okay. Achso, eine Visum könnten wir nochmal hinterher schieben, stimmt. Aber die machen wir für den PC mit. Da machen wir kein Fehlerlesen, da unterstützen wir auch den PC ein bisschen am Markt. Aber den PC können wir nicht immer mit unterstützen, weil, ja, ist halt PC, ne? Wenn nicht der Konsolenmarkt. Dann grabe ich mir ja die Spielerschaft nicht mit ab. Anscheinend. So in dem Spiel, oder? Kann das sein? Ich weiß es nicht. So, Storyboard erstellen. Macht mal da fertig hier. So, ihr seid auch fleißig. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Gibt es hier irgendwas Schönes Neues? Nein. Nase juckt. Und dann haben die uns da schon wieder 440.000 verdient. So, jetzt haben wir Messestand. Natürlich mit den größten, die wir haben. Wir nehmen unsere Spiele, die wir alle haben hier. Und dann nehmen wir natürlich die Konsolen, die wir haben hier. Mal einen Haken dran. Und dann sehen wir, dass wir hier auf der Convention wieder 5.000 neue Fans gewonnen haben. RPG SGS 2 Abrechnung von New Isles. Das war das schlechteste Spiel überhaupt. Dynamische Musik ist als Forschung verfügbar. Dann haben wir ein Gameplay-Feature zu erforschen. Sehr gut. Momentan haben wir hier nur rote Zahlen stehen. Das ist das Einzige mit positiven Zahlen hier. Oh, jetzt Bowler Dash 5 ist ins Positive gerutscht. Das ist ja toll. So, ne, hier geht nichts. So, ihr seid fertig, aber ihr seid noch nicht fertig. Okay, ihr habt noch einen in der Pipeline hier anscheinend. Ja, dann macht ihr mal noch fertig hier. Ganz ruhig bleiben. Wir haben Zeit. So. Entwicklung hat 2 Aufträge. So. Wir werden... Machen wir noch eine Engine? Ach, wir machen noch eine Engine. Neue Engine entwickeln. Alle Features. Einnehmen. Oh, Race hatte ich schon mal eine? Kann sein, ne? Aber Simu hatte ich keine. Sim... SGS 2. Ich werde nie in einer Simulation doch Truck fahren. ETS könnte man da rausbringen, ne? Ab dafür. Wir überschwemmen auch den Engine-Markt. Wir überschwemmen sämtliche Märkte mit unserem Wissen. Ah, wir haben sehr viel Geld in die Forschung reingesteckt. Und wir haben sehr viel Geld. Ich muss mich unbedingt ausbauen hier, ne? Dass ich schneller Dinge machen kann und so. Muss ich unbedingt, aber dann brauchen wir eine gute Baufolge mal machen, dass wir das dann hinkriegen, dass wir eine eigene Produktion haben, dass wir hier nochmal alles voll bauen und so. Naja, kriegen wir das hin. Ich weiß gar nicht, ob man eine Produktion, ob man da vielleicht die Konsole denn selber herstellen kann, damit man die Kosten gering hält. Wäre natürlich richtig gut, ne? Gibt's sowas, eine Konsolenproduktion? Erweiterte Physik? Ah, sehr schön. Was für die Engine. Action SGS wurde verkauft, 3,4 Millionen verdient. Neue Kopieschutz Engine Feature machen. So, jetzt muss ich ganz kurz mal gucken hier bei den Räumen. Es gibt die Werkstatt, aber da kann ich nur Spielautomaten produzieren. Gibt die Produktion Spiele. Konsolenproduktion gibt's nicht. Im Serverraum gibt's später noch, okay. Ja, wir müssen unbedingt Produktion und sowas, alles müssen wir mal in Angriff nehmen. Ja, Lagerraum brauchst du ja auch, ne? Sonst produzierst du ja immer wieder auf Bestellung, das ist auch blöd. Obwohl, ich sag mal so, jetzt hier, das ist ja überschaubar, ne? Die Verkaufszahlen. 200.000. 24.000 für die Konsole, 40.000 für die Konsole, 11.000 für die Konsole. Naja. Spiele pushen das nicht so gut, wie ich das erwartet hätte. Naja, gut, egal. Schauen wir mal. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig darüber freuen. Wir müssen mal zugucken, dass wir dann in den nächsten Folgen hier schaffen, noch auszubauen. Ich habe jetzt am Wochenende aufgenommen. Ich müsste jetzt mal ein bisschen wieder die Folgen, sagen wir mal, abbauen lassen, weil ich hier ziemlich viel drin spiele. Ja, aber jetzt wird erstmal Qualifying geguckt. Und dann sehen wir uns, sagen wir mal, nach mehreren Kommentaren von euch wieder hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen.